Hallo, mein Name ist Achim Engels von Autotechnik Dietz. Ich habe auf diesem Kanal schon mehrere Filme gemacht für Teltonika-Router und auch Panorama-Antennen, damit ihr für eure Router die passenden Antennen findet. Jetzt ist aber mal Zeit, rauszugehen in die Praxis, denn die Verhältnisse sind ja doch oft recht unterschiedlich. Einmal in der Großstadt vollen Empfang und dann eben auf dem flachen Lande richtige Versorgungslücken oder auch weiße Flecken benannt. Deswegen fahre ich heute mit euch mal raus und wir schauen mal, wie sich der X50 und der X11 schlagen im freien Gelände. Wir haben gleich einen Test auf dem Parkplatz der Universität in Kaiserslautern. Wir haben hier einen recht guten Empfang. Ich habe einige Antennen mitgebracht, mit denen wir ein paar Vergleichstests machen können. Schauen wir uns erst die Router an. Wir arbeiten einmal mit dem Root X11, dem LTE-Router, aber auch mit dem Root X50, dem Flaggschiff von Teltonika, dem 5G-Router. Dazu passend haben wir zwei Antennen. Einmal hier die ANT 515 mit MIMO 4x4 Technik. Wir haben aber auch hier die Doppel-High-Antenne dabei, die auch auf dem Fahrzeug montiert ist. Die ANT 615 auch mit MIMO 4x4 Technik. Dann haben wir hier noch für unseren LTE-Router eine kleinere Antenne, aber eine sehr, sehr gute Antenne. Das ist die ANT 315 mit MIMO 2x2. Und dann noch eine Antenne, die nicht ganz so leistungsstark ist, die wir im Test aber auch noch berücksichtigen möchten. Die zwei Router sind jetzt in unserer Powerstation angeschlossen, mit 12 Volt versorgt, haben sich ins Netz eingebucht ohne Probleme. Beide Router zeigen Vollausschlag an. Im User Interface können wir einen Wert von minus 40 dBm sehen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt, die Antenne muss ganz, ganz hier in unserer Nähe sein. Wir werden jetzt mit jedem Router mal einen Speedtest machen und dann gleich das Ergebnis einblenden. Für den Speedtest gibt es eigens im User Interface unter dem vierten Menüpunkt System einen Speedtest. Den starten wir jetzt. Ihr müsst dann nochmal bestätigen auf Continue und los geht's. Megabit pro Sekunde, das ist schon ein sehr guter Wert. Jetzt kommt der Upload, der ist ja meistens dann nur irgendwo so bei einem Zehntel. Wird sich jetzt hier irgendwo so bei 25 wahrscheinlich einpendeln. Ja, Download 231,24 Megabit pro Sekunde, Upload 25 Megabit pro Sekunde. Der Root X11 ist mit einer Antenne verbunden, die eben dann nur zweimal mobile Daten unterstützt, also MIMO 2x2, ist im LTE-Netz eingebunden. Wir starten jetzt den Speedtest. Bestätigen. Sind wir gespannt. 113,56 Mbit pro Sekunde, 116, 118, 120, ungefähr die Hälfte. Schauen wir, was der Upload macht. Oh, der Upload ist stärker, das ist interessant. Ja, also wir sind im LTE-Netz, haben tatsächlich hier in dieser Situation einen höheren Upload als im 5G-Netz. Dafür war der Download aber doppelt so hoch im 5G-Netz. Jetzt bin ich in einem Tal, wo ganz schlecht Empfang ist. Wir haben hier auf unserem Handy nur ein Balkenanzeige im 5G-Netz und führen deswegen gleich mal hier einen Speedtest durch, damit wir sehen, was hier geht. Im Download gibt hier der Speedtest 5,03 Mbit pro Sekunde an. Im Upload nur 0,65 Mbit pro Sekunde. Das ist nicht viel. Jetzt schauen wir mal, was unser Router daraus macht. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Root X50 und jetzt machen wir dann mal verbunden im WLAN des Root X50 einen Geschwindigkeitstest. Als Dachantenne haben wir die ANT 615 hier montiert. Ja, das gefällt doch. Jetzt kommen wir nämlich über die kritische Marke von 10 Mbit pro Sekunde. 16 Mbit, das ist ein toller Wert. Ja, da schlägt mein Herz höher. Fast 4 Mbit im Upload. Naja, der Durchschnitt wohl 3,06 Mbit im Upload. Aber ihr Leute, so muss es sein.
Wenn ihr über 10 Mbit habt, dann könnt ihr Filme streamen. Das ist dann überhaupt kein Problem. Hier, diese App macht auch immer so einen Vorschlag, sagt ja, E-Mail-Browsing, Gaming 5 von 5, Streaming 4 von 5. Klar, es könnte besser sein, aber auch Videochat 4 von 5. Das ist eben ein tolles Ergebnis. Schauen wir mal, was unser Root X11 an dieser Stelle dann macht. Jetzt habe ich den Root X11 mal angeschlossen, in Betrieb genommen. Wir sehen hier 2 von 5 Empfangsbalken leuchten. Wir sind über die SIM-Karte 1 sind wir verbunden. Nebendran seht ihr die Antenne ANT315 von Panorama-Antennas. Sie hat dann zweimal Empfangsmodule für mobile Daten, zweimal WLAN und gibt es dann wahlweise mit oder ohne GPS. Schauen wir mal rüber zum User Interface. Dort können wir erkennen, dass wir einen Empfangswert von -83 dBm haben. Ist logisch, die Antenne liegt ja im Wohnmobil hier auf dem Tisch. So ähnlich wäre es aber auch, wenn ihr jetzt mit eurem Handy von hier aus mal messen würdet. Okay, wir bringen jetzt die Antenne mal draußen aufs Dach und dann vergleichen wir nochmal die Werte. Bevor wir vergleichen, machen wir noch einen Speedtest. Das bietet sich ja gerade so an hier. Oh, wow, wow, wow. Okay, die Antenne hier im Aluminium abgeschirmten Wohnmobil auf dem Tisch, das seht ihr, das bringt nicht viel. Wir sind bei 2,43 Mbit und haben auch einen Download ungefähr in diesem Bereich. Aber damit können wir nicht wirklich was anfangen. Ich habe die Antenne auf unserem Metallträger montiert. Sie steht jetzt am höchsten Punkt im Fahrzeug. Ich habe sie jetzt einfach mal durch die Luke ungefähr an die Position gebracht, wo sie dann auch normal montiert werden würde, also vielleicht 30 cm daneben. Kurzer Blick aufs User Interface. Die Antenne ist jetzt auf dem Dach und wir haben einen Empfangswert von -77 dBm. Das ist etwas besser. Und jetzt folgt der Test. Ja, das ist also deutlich mehr als mit dem Handy, als erwartet. Aber 5 Mbit pro Sekunde sind für Streaming einfach zu schlecht. Ich habe jetzt mich über mein Handy mit dem WLAN des Root X11 verbunden und jetzt machen wir mal einen Speedtest von der Position aus und guck mal, was der Speedtest im Handy sagt. Wie gesagt, über den X11. Okay, sind irgendwo zwischen 5 und 7, im Durchschnitt 5,14 Mbit pro Sekunde und auch im Upload 1,27 Mbit pro Sekunde. Ja, und dann seht ihr die Speedcheck-App, die wertet es auch so aus. Also E-Mail, Browsing und Gaming, alles kein Problem, aber Streaming ist nicht möglich. Videochat ist auch nicht möglich. Jetzt zur Königsdisziplin. Der Root X50. Er ist schon eingebucht, zeigt beim Empfang ganz rechts einen Balken von 3. In der Mitte können wir ablesen, wir sind im 4G-Netz. Er findet den Weg ins 5G-Netz nicht. Und die SIM-Karte 1 ist aber verbunden mit dem Netz. Wir haben im Moment hier unsere Paradeantenne, die 515, angeschlossen. Sie liegt noch im Wohnmobil auf dem Tisch. Und wir schauen jetzt auch nochmal im User Interface, mit welchem Empfangswert wir rechnen können. -85 dBm. Das ist natürlich auch ein schlechter Wert, aber noch sind wir ja hier im Fahrzeug auf dem Tisch. Ist jetzt auf dem Dach in gleicher Position wie eben beim X11, die kleinere Antenne. User Interface wird jetzt eine Empfindlichkeit von -83 dBm angezeigt. Ein wenig besser als vorher hier auf dem Tisch. Jetzt kommt der spannendste Augenblick. Was für einen Wert haben wir beim Speedtest? Wow, super. Die magische 10 ist erreicht. Das heißt, Streaming ist kein Problem. Wow, super. Der Router ist ebenfalls im LTE-Netz. 10,59 Mbit pro Sekunde im Download und 5,18 Mbit pro Sekunde
im Upload. Super werde. Bei den Tests ist mir jetzt was Interessantes aufgefallen. Ihr seht, ich habe zwei Route X50 hier im Wohnmobil. Einmal hier Route X50 mit der 1 für mich als Kennzeichnung. Der ist mit der Doppel-High-Antenne auf dem Dach fest verbaut. Und dann hier den Route X50, die zweite Variante, der mit der ANT 515 verbunden ist. Aber es gibt einen Unterschied. Ein Router ist im LTE-Netz und ein Router ist im 5G-Netz. Machen wir jetzt mal einen Geschwindigkeitstest hier mit dem X50, dem zweiten, und schauen, was sich hier tut. Ihr seht, der Download ist nicht berauschend. Der ist bei 3,61 Mbit pro Sekunde. Da ist der Upload im Moment sogar höher als der Download. Jetzt wechseln wir mal und gehen ins WLAN des Route X501. Der Router ist nämlich im 5G-Netz. So, wir sind verbunden und machen hier einen Speedtest und zack. Aha. 17 Mbit pro Sekunde. Das ist mal eine Ansage. 15,75 im Durchschnitt im Download und 2,13 Mbit im Upload. Schalten wir das WLAN mal wieder aus und machen einen Test des Handys, so wie es hier im Armaturenbrett im Moment in der Halterung steckt, was es uns anzeigt. Das Handy allein kommt jetzt ein paar Sekunden nach diesem Vergleichstest auf 4 Mbit pro Sekunde im Download. Und im Upload 0,7. Also doch ein deutlicher Unterschied zu unserer Variante mit dem Ruder fest verbaut und der Dachantenne. Das sieht man jetzt deutlich in schwachen Gebieten, was das ausmachen kann, wenn man eben ein super Ruder hat. Der beste in der Teltonika-Flotte im Moment mit dann der besten Antenne kombiniert. So, der X50 ist jetzt im 5G-Netz drin. Und dann machen wir jetzt hier nochmal einen Speedtest abschließend, um zu schauen, was dann doch für ein Unterschied ist zwischen LTE und 5G-Netz. Ja, war nicht anders zu erwarten. Knapp über 10 Mbit, 10,87 Mbit und im Upload vielleicht die Hälfte. Schauen wir mal, nicht ganz wahrscheinlich. 3,18. So, ich denke, wir können die Testreihe jetzt abschließen. Hier nochmal ein letzter Vergleich. Parallel nebeneinander. Oben haben wir die ANT 515, die es in weiß und schwarz gibt auf unserem Antennenträger. Ihr seht, die Kabel, die gehen los hier runter in unserem Versuchsaufbau zum Route X50. Der zeigt Empfang im 4G-Netz und im 5G-Netz. Die Anzeige rechts, habt ihr gesehen, die pendelt dazwischen zwischen 1 und 2 Balken Empfangsstärke. Und jetzt schauen wir mal, wir sind einmal verbunden über das User-Oberface-Interface auf den letzten Speedtest. Wir machen einmal den Speedtest vom Router alleine jetzt und dann auch gleichzeitig nochmal mit dem Handy, was nebendran steht. Das Handy ist jetzt im LTE-Netz eingebucht mit einem Balken. Wie ihr seht, ins 5G-Netz kommt es hier aus dem Innenraum gar nicht. Ja, dann vergleichen wir mal parallel. Der Router kommt jetzt auf fantastische 35 Mbit im Download im 5G-Netz. Das Handy tut sich ganz arg schwer, klar, Aluminiumabschirmung, ein ganz, ganz schlechter Ping, fast kein Download. Das sollen wir gleich nochmal wiederholen. Ist vielleicht jetzt auch gerade eine unglückliche Situation, aber das Handy kam praktisch gar nicht mehr rein, um zu arbeiten. Ja, okay, also 35:5 auf der Seite. Na, starten wir nochmal.
natürlich kein Touch. Wird Zeit, dass wir Feierabend machen. Hier, Continue. Ja, das ist ja ein erfreulicher Spitzenwert hier zum Abschluss, aber ihr seht, das Handy hat keine Chance, das quält sich mit diesem einen Balken. Ich nehme jetzt das Handy fairerweise noch mal einen Meter weg und halte es mal vor eine Scheibe und dann können wir sicherlich sehen, dass wir zum ganz anderen Ergebnis kommen. Gehen wir mal hier vorne raus, starten den Speedtest nochmals. Ach du meine Güte, es hat sich jetzt sogar ins 2G-Netz eingewählt. Da können wir natürlich nichts anfangen. Gar nichts. Aber ihr seht, wie schlecht hier die Verbindung ist. Und es kommt hier auf jedes Detail an. Ich bin noch mal raus. Ich habe drin überhaupt keinen Empfang mehr bekommen. Jetzt habe ich LTE draußen vor dem Wohnmobil. Mit zwei Balken machen wir hier noch mal einen Test. Okay, 1003 Mbit pro Sekunde im Download. Und dann gucken wir noch mal, was der Upload macht. Aber wie auch immer, das denke ich, habt ihr verstanden, unter 10 geht mit Streaming gar nichts. Das macht keinen Sinn. Hier draußen kann ich vielleicht ein Telefongespräch führen oder irgendwie eine E-Mail abrufen. Das funktioniert aber zum Streamen. Reicht es einfach nicht. Fassen wir nochmal zusammen, was haben wir getan? Wir haben zwei Router miteinander verglichen. Einmal den Root X50 mit dem Root X11. Ein Router der Kategorie 20 mit dem Router einer Kategorie 6. Die Kategorien sagen was über Geschwindigkeiten aus, aber auch darüber, über wie viele Blöcke gleichzeitig das Datenvolumen übertragen werden kann. Klar, war natürlich zu erwarten, dass der Root X50 deutlich besser abschneidet, aber wie groß ist denn der Unterschied? Ich denke, das ist in dem Film ein bisschen klar geworden. In der Innenstadt in Kaiserslautern ist natürlich fraglich, ob wir das merken als Camper, ob wir einen Download mit 200 Mbit pro Sekunde machen mit dem einen Router, mit dem anderen vielleicht 130 Mbit pro Sekunde. Das werden wir nicht wirklich merken, das wird nur der merken, der unendlich große zum Beispiel Videodateien überträgt. Da ist das eine vielleicht eine Minute früher fertig als das andere. Ich finde, viel wichtiger ist der Punkt, wenn wir wie eben hier in einem Gebiet sind, wo es kaum noch Empfang hat. Meistens ist es ja so, zumindest in Deutschland, je mehr ich in den Wald fahre, desto katastrophaler wird die Situation. Je schöner die Berge, je schöner die Seen, desto schlechter der Empfang. Und hier hat man es jetzt ganz deutlich gesehen, ich habe euch ja im Film auch mitgenommen, es gab Situationen, da hatten wir mal 5 Mbit im Download mit dem Handy, dann nur 1 Mbit, dann konnte es überhaupt nicht mehr einwählen. Ganz anders war die Situation mit eben einer guten Außenantenne. Da hat sich dann der Unterschied aber dann auch nochmal hervorgetan. Der Root X11 kann eben nur im 4G-Netz sich tummeln und es gibt einfach Regionen, da ist das 5G-Netz besser als das 4G-Netz. Und dann kommt es auch auf das Share Medium an, wie viele Leute dann eben im jeweiligen Netz drin sind. Also hier an diesem Stellplatz, da war es jetzt einfach genial, dass wir dann mit dem 5G-Router bei jedem Test eigentlich wenigstens 10 Mbit oder auch deutlich drüber hatten, was der Root X11 eben dann nur so gerade an die Grenze geschafft hat. Also ich denke, wenn es euch wichtig ist, dass ihr Sicherheit haben wollt, dann entscheidet euch für den Root X50 mit einer guten Antenne. Wir nehmen nur Panorama-Antennen, weil sie im mittleren Frequenzband einen Gewinn haben von bis zu 8 oder 9 dBi. Andere Antennen haben meistens nur einen Gewinn von bis zu 5 dBi. Ja, wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann meldet euch. Wir stellen euch Sets zusammen, wie ihr es braucht, ob GFK-Dach, ob Metalldach, ob alles in Weiß oder alles in Schwarz mit Antennenträger oder auch ohne Antennenträger, spielt alles keine Rolle. Wir wollen, dass ihr einfach das Beste, was im Moment am Markt erhältlich ist, bekommen könnt. Und dazu lohnt sich dann auch jeder Anruf
direkt bei uns, in der Regel montags bis donnerstags 10 bis 13 Uhr. Die aktuellen Zeiten, die findet ihr immer auf der Stadtseite von unserem Shop. Wir sind nicht immer telefonisch erreichbar, denn wie diese Woche waren wir einfach für euch mehrfach auch unterwegs. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Daumen hoch und immer guten Empfang.